Moin, moin, Leute, da bin ich nun auf YouTube. Mr. Pear spielt. Ja, was treibe ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich spiele mal eine Runde Plug Inc. Das ist ein Spiel mit Bakterien, Viren, Pilzen, Neuraxwormen und so weiter und so fort. Die Kette ist endlos. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf dieses Spiel komme. Ich glaube, ich will einfach mal was Gechilltes spielen, um nebenbei mal so ein bisschen zu erzählen, was ich eigentlich vorhab und wohin mich der Weg verschlägt in einer gottlosen Welt, in dieser Heiterung. Das war eigentlich nicht so geplant. Halt, stopp! Nun, ich werde beginnen mit einer Bakterie, die das Spiel nur so spielt, damit ich spielen kann, das ich gespielt habe. Hey, ich nehme natürlich ein Virus. Warte mal. Bonus-DNS. Ich habe das schon zwei, dreimal gespielt. Das lassen wir da. Das lassen wir auch da. Da können wir noch nichts. So, wir nennen uns der YouTuber-Virus. So, weil wir sind infiziert und wollen alle nur noch YouTube machen. Denn YouTube macht Spaß. Nee, pass auf, Leute. Folgendes. Ich hatte schon mal ein Let's Play-Kanal. Nur, das war während der Zeit der Ausbildung. Und da war das alles so ein bisschen schwer zu handeln. Also habe ich den so ein bisschen eingestampft. Dann hat das irgendwie alles nicht mehr so funktioniert. Dann hatte ich keinen Bock mehr wieder irgendwie. Weiß ich auch nicht, wie das so halt so kommt, so mit Motivation und Lust. Das kennt wohl jeder von euch, das muss ich euch nicht erzählen. Naja, und so kam das denn, dass ich echt 2 Jahre gar nichts gemacht habe auf YouTube, echt gar nichts. Aber vielleicht war es auch ein Jahr, wer weiß das, ist mir auch egal. So ein Blödsinn hier, oder was? Achso, wir können hier noch DNS-Punkte verteilen. YouTuber-Virus, genau. Wir wollen uns natürlich erstmal übertragen über Land. Klingt gut. So. Wie gesagt, ich habe das schon ein, zweimal gespielt und weiß so ungefähr, was ich machen muss. Nur was so ein bisschen schwerer ist, ist, dass Virus so schnell mutiert. Also im Gegensatz zu unseren Bakterien mutiert das echt alle paar Minuten gefühlt oder Sekunden sogar später. Das geht dann relativ fix. Aber who cares, ne? Ist auch völlig egal, ne? So, wir brauchen mal eben irgendwas, was sich in warmen Regionen ausbreiten kann. In heißen. Warte mal, in trockenen. Oh, hier ist es trocken. So. YouTuber-Virus beginnt sich auszubreiten. Oh. Was für ein schlimmer Finger. Naja, auf jeden Fall will ich jetzt halt so auf YouTube ein paar Spiele vorstellen. Nix. Großartiges. Universelles. In der Komplexität erschaffenes Parallelparadoxum, das wäre verkehrt. So weit wollen wir jetzt irgendwie noch gar nicht denken. Aber schon in die Richtung. YouTuber-Virus infiziert Hunderte, Millionen, Milliarden. Siehst du, das mache ich nämlich. Hustensymptom mutiert. Husten ist noch okay. Können wir mal eben gucken, das wäre hier Chance auf Infektionen durch Verbreitung von Erregern in die Umgebung, vor allem insbesondere in dicht besiedelten urbanen Gebieten. Können wir so lassen. Husten, da werden die nicht gleich durchdrehen, hoffe ich. So, wartet mal, was können wir noch machen? Ratten. Wir können natürlich erstmal über Trinkwasser gehen, weil wenn sich das jetzt hier in die reicheren Gebiete ausbreiten sollte... Ich sag ganz bewusst sollte, weil manchmal, dann scheitert das echt schon am Anfang. Jetzt werden die meisten scheitern. Noob! Aber nein, ganz ehrlich, das ist schon ein hochanspruchsvolles Game. Plug Inc. Evolved. Heißt das so, ne? Evolved? Ja, Grotte Evolved, ne? In einem schönen Ramsdorfer Kölsch, ne? Wenn ich mir da so reintun, ne? Verstanden? So, was wollte ich hier eigentlich? Symptome, Fähigkeiten. Warte mal, den ist Mutation gefördert, wie ich eben schon gesagt habe, das mutiert sowieso schon rasend schnell, das brauchen wir noch nicht.
Wir sind gerade noch ein bisschen in der Wärme. So. So, Afrika. Warte mal. YouTuber-Virus erreicht Marokko. Okay, jetzt geht's los. Hier, diese roten Dinger mit diesem Krankheitszeichen hier. Ich weiß nicht, ob das auch bei Resident Evil das gleiche Zeichen ist. Könnte sein. Auf jeden Fall, das zeigt mir an, oh, hier sind Nachbarländer, Kontinente etc. infiziert worden. Oder beziehungsweise da ist der erste Fall ausgebrochen. Und diese DNS-Spirale, das gibt mir so ein paar zusätzliche Punkte hier unten. Kann man machen. Niesensymptom. YouTuber-Virus hat das Niesensymptom ohne DSN-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Genau das ist das, was ich meine. Aber das ist auch noch ganz okay, wenn ich mich erinnere. Warte mal, wo war das? Was haben wir jetzt gesagt? Niesen? Husten, Niesen. Austritt von Flüssigkeit durch Husten erhöht die Infektionsrate deutlich. Ja, wollen wir im Prinzip. Hier sehen wir schon mal. Es wird so ein bisschen schneller, so ein bisschen schneller. Okay, infiziert weitere Länder. Das wollen wir auch. Ich könnte mich ja mal kurz vorstellen. Ich bin Mr. Peer. Bin 65 Jahre alt. Lebe in Marokko. Ja. Das zu meiner Vorstellungsrunde. So, jetzt breitet sich das hier alles so ein bisschen aus. Hier oben können wir das bisschen beschleunigen, wenn wir wollen. Okay, schwitzen. Bei Virus ist das immer ganz gut, wenn man nochmal eben guckt, was das war. Weil umso gefährlicher das hier ist, umso schneller werden die ein Heilmittel versuchen zu finden. Der Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen erhöht aufgrund von schwacher Hygiene auf Infektionsrate. Gefährlich an kalten Ländern. Okay. Wir könnten das hier entwickeln und erbrechen. Dann haben wir so eine kleine Combo gemacht. Wartet. Okay, machen wir weiter. Ansteckender als HIV. Ist HIV so ansteckend? So. Natürlich ist HIV ansteckend. Penner. Ist mir schon klar. Ich höre schon wieder sabbeln höre. Ist HIV so ansteckend? Das weiß ja gar nicht. Ne? Aber ich meine, könnte daraus eine Epidemie entstehen, eine Pandemie? Wäre das möglich? Das weiß man ja gar nicht. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt ist der erste Todesfall aufgetreten. Haha, der erste Todesfall, so Blödsinn. So, auf jeden Fall, Afrika geht gut durch. Was wir jetzt noch machen können, ist natürlich hier diese kleinen Dinger entwickeln. So, haben wir alle, bis auf das Schaf. Okay. Damit sich das Virus noch schneller überall auf der Welt ausbreitet, am Anfang wohl ratsam. Weil wenn die erstmal die Flughäfen hier und die Häfen dicht machen auf diesen kleinen Inseln ganz besonders, dann hast du ein Problem. Weil wenn da keiner hinkommt, kann das nur über diese Vögel hier passieren. Also über Landübertragung. Ist natürlich auch ganz cool. So, jetzt haben wir gesehen, Australien hat ein Arzneimittel gehabt. Das hemmt so ein bisschen die Infektion. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was Zysten sind. Ah, Zysten, Zysten hier unten. Schmerzhafte Knoten, die Erregertaschen geringfügig Chance zu bersten, was Krankheit weiter verbreiten lässt. Ja, können wir auch noch nehmen. Und aber ab jetzt müssten wir doch so ein bisschen aufpassen, dass nicht noch schlimmere Krankheiten entstehen. Symptome. Okay, hier haben wir es nämlich jetzt. Projektilwirken-Symptom-Kombo. Infizierte müssen husten und sich dabei übergeben, bla bla bla, erhöht die Ansteckungsgefahr drastisch. So, das ist alles so ein bisschen. Tag der Sensibilisierung für das YouTuber-Virus. Jeder will einfach Let's Plays machen. Das ist voll so ein Hype. Überempfindlichkeit wartet. Überempfindlichkeit. Erhöht das Auftreten allergischer Reaktionen und führt in Folge Zerstörung des Immunsystems. Reiche Regionen sind besonders betroffen. Wir könnten eine
Wir könnten noch so eine Combo machen. Okay, die ist vielleicht ganz cool. Fähigkeiten, Fähigkeiten. Okay, gewöhnliche Gerippe. Gut. Wir gucken einfach mal ein bisschen weiter, wie sich das jetzt ausbreitet hier. Durchfall. Ah, Durchfall ist immer gut. Er schießt durch hier. Schön durch, weißt du? Erstmal die Kloschüssel gesprengelt. Okay, da muss ich mal eben wieder gucken, was das ist. Dysentrie, 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 Dysentrie. Wo bist du, Dysentrie? Eine vollständiger Zusammenbruch sollten wir zurückentwickeln. Das ist alles nicht so gut. Alles nicht so gut. Oh yeah. Oh, die haben das Heilmittel ja schon. Ihr sagt auch nichts, Alter. Ich konnte das gar nicht sehen. Da steht das Mikro so ein bisschen im Bild. Das ist ja eine Frechheit von euch gewesen. Oh ja, wir lassen den mal im Unglauben. Das macht Spaß. So, oh Mensch. Mal gucken, wohin das führt. Wohin das hier überhaupt alles führt! Abszesse sind tonmutiert. Abszesse, Abszesse. Das geht mir alles sowieso hier viel zu schnell. Wo ist denn der Abszess? Abszess. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist denn ein Abszess? Wo ist denn der Scheiß? Wo ist denn das? Zysten. Hier, Abszess, da steht's doch. Taschen aus infiziertem Fleisch. Die können platzen, Mann. Lungenentzündung. Mehr tut er als durch die Pest. Hier ist aber immer noch nichts passiert. Tumore. Alter, das ist echt schnell. Warte mal, Tumore habe ich doch hier irgendwo schon mal gesehen, Mann. Oder Tumore. Können das hier sein? Da. Erreger stört Zellen und versorgt unkontinuierliches Wachstum von Tumoren. Ah, erstmal so ein bisschen in kalte Regionen noch, wa? Übertragung, Übertragung. Da, über Wasser, besonders in Schiffen könnte das sein. In feuchten Gebieten und so wie die Übertragung in Schiffen. Alter Schwede, das hier wittert! Und so was von! Hier muss ein Blitz eingeschlagen sein! Bäm! Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gehört hat, das hat richtig gewompert. Das hat richtig gewompert. Zack, bäm, Sahne, cremig mit I und so. Spanien beginnt zu zerfallen. Das macht mir so viel Spaß. Heilmittel zu 50% fertiggestellt. Wisst ihr, was die Scheiße ist? Grönland. Grönland ist nicht infiziert worden, Leute. Und das Heilmittel ist fast fertig. Oh nein, ich glaub's nicht. Wir haben voll verkackt. Okay, nehmen wir einfach das hier. Mal gucken, übertragen, übertragen, übertragen. Keine Ahnung, wollen wir das einfach nochmal eben nehmen? Ach du Scheiße. Ja, nehmen wir das noch eben mit. Denn sollen sie die da hinraffen? Was für noch? Wandelnde tote Symptomkombo. Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandeln. Okay, auch sehr cool. Jetzt sehen wir das nämlich. Genau das Beispiel, was ich vorhin meinte. Grönland ist leider nicht infiziert worden. Und die meisten sind tot. Also, das werden wir verkacken. Ja, manchmal hat man Pech, so, dann erreicht irgendein
Virus, das nicht richtig und naja, wir haben auf jeden Fall verkackt. War aber trotzdem eine coole kleine Vorstellungsrunde, was ich hier so auf meinem Kanal machen will. So, ich schalte jetzt erstmal den PC aus, glaube ich, Alter. Das hagelt hier wie die Pest. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich bin voll verplant. Ich habe nämlich überhaupt gar nicht gepennt heute. Boah, halb zwei. Alles klar, Leute, haut rein. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und naja, war halt fürs erste Mal nicht so doll. Tschüss!